Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Fitzbeast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode zusammen mit dem lieben Lemon Freak. Hallo und mit dem lieben Zellans. Hallöchen. Ja, das wollte ich machen, stimmt. Das wollte ich letztes Mal schon machen. Und zwar wollte ich die. Ja. Ist das dies? Das Essgeräusch? Ah, verdammt. Das habe ich für mich schon voll gegessen. Ja, gut. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist das Essgeräusch mir zu laut gerade. Also, ja, ich wollte jetzt weiter mit den Solarpanelen machen. Dass wir die hoffentlich fertig kriegen. Da sind jetzt hier auch noch ein paar wieder fertig geworden. So. 11 Stück reichen für 3. So, das sind 42. Ach, ich habe schon 42. Ups. Ein paar zu viele gemacht. Warte mal, kann ich mir irgendwo Sand klauen? Kann ich sogar wirklich geil. So, dann meinem Sand geklaut. Ist da vielleicht noch ein Stack drin? Tobi, etwa so? Warte ganz kurz. Ich will meinem Sand nachschmeißen, weil das ist momentan so... Der Problemfall, so rum. Genau, nur du musst hier keinen freilassen. Es reicht, wenn du nur in der Mitte einen einzigen Block Wasser lässt. Zeige ich dir. Mach einfach 9x9 Feld. Zeige ich dir dann gleich. So. Auch dort. Boah, jetzt kratzt das schon wieder im Hals. Allmählich nervt's aber. So, 7 Stück. Das heißt, ich kann noch 2 fertig machen. Passt. Ah, oh, verdammt. So. Dann kann ich jetzt hiervon 8 Stück machen. Das ist Maximum, was ich brauchen werde. Und kann mir 5 Stück von denen schon machen. Die werde ich jetzt verbinden. Hoffentlich irgendwie. Haben wir noch Konnektoren? Ja, haben wir sogar noch. Gut. Aber jetzt zuallererst Nuggets vercraften. So. Na, du kommst auch wieder zu Ursprung zurück. So, Ingots, Nuggets. Der restliche Kram kommt da alles rein. Dann... Genau, hier haben wir schon angefangen, eine kleine Technikkiste zu machen. So, der Zeug kommt da, das Zeug. Und wir haben jetzt insgesamt 16 mal, nee, 8 mal 5 sind 40, 44 RF haben wir jetzt mehr zur Verfügung. So, das möchte ich jetzt hier natürlich gleich anschließen. Das wird natürlich jetzt... Scheiße, erstmal blöd aussehen, aber nachher ist halt das Ziel, sage ich mal, dass wir nur einen einzigen Anschluss hier haben. Der kann maximal 200. Nee, da sind wir noch nicht hin. Gut. Also, wir haben jetzt 5 von denen. So. Und 4 von denen. Okay, Basic Power. Passt. Gleich das nächste Achievement. So. Dann. So. 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 Hier rüber und hier rüber. Passt. Und wenn man jetzt mal guckt. Haben wir jetzt genau 200 RF? 150 RF?
Sachen nicht mehr transportieren? Doch. Hä? Warum wird es jetzt wieder weniger? Gut, wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Strom. So. Was man wahrscheinlich jetzt hier an der Siebanlage auch sehen wird. Genau. Sie läuft jetzt mehr oder weniger flüssig. Eher weniger als mehr. Gut. Ich möchte jetzt dann nochmal versuchen weiter zu craften, ob ich noch ein paar mehr hinkriege. Auch wenn es eigentlich ein bisschen dämlich war, dass ich jetzt den ganzen Kram weggepackt habe. Irgendwie bin ich nicht der Intelligenteste heute. So. Ja, ich bin wirklich nicht der Intelligenteste. Ich brauche die ja zum Weitercraften, ich Vollidiot. Oh Mann, Mike. Mach was. Mach's besser. Heute bin ich unproduktiv, mal wieder. Und vor allem, du bist produktiver als ich. Das stimmt irgendwas nicht. Hör auf, Mike. Du darfst nicht mehr weiterarbeiten. Okay. Ich kündige. Nee, das darfst du nicht. Warte mal, ich brauche jetzt noch... Kopfrechnen, mehr oder weniger. Yep. Davon was. Dann will ich noch mehr von den Dingern machen. Ich habe keine Eisennuggets mehr. Ah, verdammt, das waren die falschen. So, ah, komm, dann mache ich noch mehr Eisennuggets. Dann. Was fehlt dafür? Stahlnuggets wahrscheinlich. Warte mal, 5 habe ich. Ich brauche noch 3. Das heißt, 24 brauche ich. 14 Stück habe ich. Ich habe 20 Stück. Das heißt, jetzt fehlt mir noch wieder ein bisschen Glas. Wo ist denn jetzt der komische Eimer hin? Welche Eimer? Ah, hier. Wasser holen. Achso. In der Mitte, gell? Genau. So. 24, passt. Geil, dann kriege ich sogar wirklich noch das Ding zusammen. Wo ist denn da die Mitte jetzt? Da. Okay, da kommt Wasser hin. Genau. Nur am besten da drunter einen Block platzieren vorher. Oder ja, Nara, je nachdem, wie rum du es machst. Gut, und jetzt darf ich die anderen Solarpanel auch noch abreißen. Du musst auch jetzt da runterkommen. Einen Block daneben wegreißen. Ja, und dann? Ja, also. Wasser platzieren, Block daneben wegreißen. Und dann da drunter Wasser wieder hinsetzen. Also einen Block hinsetzen, so rum. Also Wasser platzieren. Warte kurz, ich helfe dir. So, platzier mal Wasser. Wasser. So. So. Wieder hochschwimmen. Und jetzt kannst du von oben da einfach einen Koppel drunter setzen. So, und wenn du es jetzt ganz schön haben willst, kannst du jetzt so den Koppel wegreißen und fertig hast du den Block. Aha. So einfach geht das, Mike. Warum denn nicht gleich so? Ja, ganz schwer sowas. Also, wir haben das erste 64 RF Solarpanel fertig. Geil. Ging doch schneller als ich dachte. Gut, dann Ingot, Nugget, bla, Gedöns. Das kommt dahin, das kommt dahin. Ah ne, ich will das ja noch anschließen. So, jetzt nur die Frage, was soll ich damit anschließen? Ach komm, ich schließe einfach das ganze System da dran an. Normalerweise sollte es noch reichen. Ich hoffe es einfach. Toll. Jetzt fehlt mir hier ernsthaft der Kobbel. Und das reicht wirklich. Was? Der eine Wassertropfen da. Ja. Wieso kannst du jetzt deine Pflanzen? Bitte?
Warum kann ich denn nur Zucker hier am... Zuckerrohr kannst du nur direkt am Wasser, aber alles andere kannst du ganz normal. Okay. Das heißt, du kannst hier rum einmal Zuckerrohr und dann kannst du Kartoffeln oder irgendwas anpflanzen, was du möchtest. Okay. Mai, guck mal, unsere Anlage sieht man jetzt sogar schon, dass sie sich bewegt. Man sieht, dass sie läuft. Welche Anlage denn? Hier drüben. So, aber ich brauche Sand. Das ist das Problem. So, ich brauche noch mehr Sand. Lololo. Muss man da in die Dinge setzen? Wackeln? Ja. Das mache ich jetzt mal lieber. Jeweils an die Kante. So. Das heißt, nächstes Mal haben wir noch wieder mehr Glas zur Verfügung. Hoffentlich auch mehr Eisen. Wenn das hier durchläuft, heißt das. Ach, ist schon fertig. Ich nehme mal alle Ingots mit. Und ich glaube, dann werde ich jetzt einfach mal die Kisten sortieren. Ganz stumpf Kisten sortieren. Keine Lust mehr. Nee, komm, ich mach's wann anders. Das wird sonst zu langweilig. Kartoffeln. So, eine Kiste haben wir zumindest schon mal leer. Also. Stimmt, diese Woodchips kannst du übrigens auch zu Dirt machen. Nur so nebenbei. Ach so. Wir haben 3 Dirt. Mann, ist das Ding schnell. 3 Dirt in der ganzen Zeit. Ja, kann man mal machen. Ja? Wo ist denn jetzt die Ding hin? Was? Die Hau. Die ist weg. Die Hau. Ich weiß nicht, wo du die hingetan hast. Die ging kaputt. Was? Ja, frage ich mich gerade auch, wie. Ist einfach weg aus meinem Inventar. Was für eine hast du gebaut? Aus Diamant. Only for crafting. Du musst eine Iron Hoe machen. Steht auch drunter, also wenn du gelesen hättest, dann wäre das nicht passiert. Okay. Also, wir haben jetzt hier die Logistik-Pipes. Und wie macht man die? So wie eine Diamanthau, nur mit Eisen. Okay. Also, sofern das Rezept nicht deaktiviert wurde. Okay, ich habe nichts gesagt. Das heißt, wir müssen dir eine Mattock bauen. War das, glaube ich. Tinker's Construct. Ich mach mal eben. Ich brauche Holz. Mach du mal. Ja, deswegen sage ich ja, ich mach's mal eben. Weil ich weiß, dass du damit überfordert bist. So, dann machen wir die einfach aus Flint. Ich habe jetzt keine Lust zu gießen. Ist egal, ob das funktioniert. Ja, so. Genau, Mattock war das. Wir brauchen noch einen Schaufelkopf. Dann haben wir jetzt hier Flint. Dann war das mit einer Dings hier. So, nein. Dann so. Und zusammencraften. Also, genau, falsch rum. So, kannst du hier rausholen. Hier, aus dem hier. Also. Und reparieren musst du dann halt mit Flint. Okay. Aber ich glaube, da sollten wir genug von haben. Also, ich möchte jetzt nochmal wieder Logistik-Pipes. Beziehungsweise, wir sind jetzt bei 14,5 Minuten. Ich werde nochmal kurz hier die 3 Upgrades hier oben reinpacken. 1, 2, 3 und es sind 4. Na, wo ist das Upgrade? Da. Und 4. So. Boah, das ist immer noch laut. Dann brauchen wir jetzt... schön viel Glas. Ja. Add Logistik.
Wir brauchen jetzt nämlich... stimmt, dafür brauchten wir Papier. Jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt brauchen wir noch. Und jetzt weiß ich auch noch, jetzt weiß ich auch wieder, wo du mir die Woodchips für fertig machen solltest. Die ich hoffentlich noch nicht verbraucht habe. Nö, gut. Denn wir brauchen Papier für die ganzen Module. Und das wird heftig nervig. Dann haben wir, glaube ich, noch wieder die Iron Chips hier fertig gemacht, hoffe ich. Nein, haben wir natürlich nicht. Warum auch? Das heißt, wir brauchen Redstone. Ja, ich glaube, 16 Stück sollte reichen. So, und Gold. Und das Ding ist natürlich nicht angeschlossen. Warum auch? Nein, das sind V-Wire-Kabel. Hey, die sind doch angeschlossen? Boah, Mann. Okay, ich sollte vielleicht doch gleich mal die Kisten sortieren. So, einfach anschließen, fertig. Also normal sollte ich das jetzt mit ein paar RF zumindest hier rüber transportieren. Ich bin gerade am überlegen, was brauchen wir gerade am ehesten? Elektroteilen. Wo kriegt man das her? Aus Sand. Das heißt, ich werde jetzt den hier abkappen. Und den hier abkappen. Auf gut Glück. Ja, auf gut Glück, dass sie nicht komplett voll sind, und die sind es komplett voll. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht weiter. Sand kann ich nochmal wieder nachlegen. Gravel kann da rein. So. Ach, ist das schön, so viel Glas. Okay, das heißt, nächstes Mal... Ah, Mann. Das heißt, an sich sollte jetzt eigentlich... Ah, nee, verdammt. Der verbraucht jetzt noch seinen letzten Strom. Ja, komm, ihr könnt ruhig den letzten Strom verbrauchen. Ergo, und ab nächsten Mal sollte nur noch Sand gesiebt werden. Wir sind jetzt bei 17,5 Minuten. Durch Rumtrödeln habe ich jetzt 2,5 Minuten wieder verbraucht. Gut, ich würde sagen, nächstes Mal gucken wir uns den Rest an. Dann gehe ich auch mal an Logistikpipes ran. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.